وقل رب زدني علما. Falls man eine Meinungsverschiedenheit hat in einem Urteil, welchem Urteil soll ich folgen? Dem Urteil, wo mein Herz ruhig ist, also nicht Nefs folgen, sondern Gewissen? Oder wie soll man da vorgehen? Allahu Akbar, diese Frage braucht einen Ders. Der dauert aber 3 Stunden. Das habe ich vorbereitet, ohne Spaß. Aber ich versuche dir mal kurz zu antworten. Es geht beispielsweise um Musik. Die Standardfrage. Dein Herz gerade. Was möchte dein Herz? Möchte dein Herz Musik hören oder denkt dein Herz, dass das Musik hören haram ist? Wenn du einer bist, der Musik hören will, dieses Gelüst ist in deinem Herzen, dann fragst du einen Scheich, einen vertrauenswürdigen großen Imam. O Imam, ist Musik halal oder haram? Er sagt dir haram. Normalerweise musst du hier einen Punkt machen und nach Hause gehen. Aber da du Musik hören willst, wirst du was machen? Du wirst den zweiten fragen und den dritten und den vierten und den fünften. Und höchstwahrscheinlich werden die 20 Gelehrte sagen, Musik ist haram. Aber worauf wartest du auf dein Gelüst? Bis der 21. sagt, ja, Musik unter Bedingungen ist erlaubt. Dann nimmst du diese Fetwa und rennst fröhlich nach Hause. So darfst du nicht umgehen mit den Meinungsverschiedenheiten beziehungsweise mit den Thematiken, mit den Angelegenheiten. Und das Beste ist hier, dass du einem Madhab folgst und dann hast du Ruhe. Ein Madhab folgen, einen Scheich suchen, einen Lehrer suchen, der dir einen Madhab beibringt. Einen von den 4 bekannten Madhab. Al-Hanafiya oder die Shafi'iya oder die Malikiya oder die Hanabila. Such dir einen Madhab, lerne ihn bei einem Scheich und folge diesem Madhab. Denn wenn du Madhablos bist, sage ich mal, bist du im Ozean der Katastrophe. Du fragst hier, einer sagt dir ja, der andere sagt dir nein, der andere sagt vielleicht, der andere sagt Meinungsverschiedenheit und der Verlierer wirst du dann sein.